Im vorangegangenen Video habe ich gefragt, wie man auf den Flächeninhalt dieser Figuren kommt. Natürlich muss man erstmal die Figuren legen. Dieses ist nicht so schwer, das klebt man einfach so ein, wie ihr es ausgedruckt habt. Übrigens, auf diesem Link findet ihr auch nochmal die Vorlage, wenn ihr sie braucht. Diese Figur war deutlich schwieriger. Und dann muss man auch noch den Flächeninhalt bestimmen. Ich zeige es euch, wie es geht. Also, klar ist, dass man bei diesen drei Dreiecken da oben natürlich drei dieser fünf Dreiecke hier drin braucht. Was klar ist, meiner Meinung nach auch, dass es die drei großen sein müssen, denn diese beiden Gebilde sind gleich dargestellt. Das heißt, man muss einfach das hier reinlegen. Und die drei großen, wenn weg sind, muss man mit den vier anderen, die nämlich genau hier sind, halt noch den Rest bestimmen. Das Schöne ist, wenn man das genau anschaut, ist dieser Streifen eigentlich exakt das, was man hier nur drehen muss und es hier hinbringen muss. Von daher wäre das eigentlich schnell lösbar gewesen. Wer natürlich alles durcheinander gebracht hat, tut sich da etwas schwerer. War ein etwas leichteres Tengrem. Gibt es unendlich viel übrigens, wenn man Lust hat, noch weitere Figuren auszuprobieren. Die schwierigere Frage und die sich für uns ganz spannend gestaltet, ist nach dem Flächeninhalt. Das hier ist ja ein Quadrat, habe ich auch vorhin schon gesagt. Eine Seitenlänge hat 10 cm, da kommt man drauf, wenn man sie misst. Und wenn ich beim Quadrat den Flächeninhalt brauche, dann muss ich doch immer eine Seite zum Quadrat rechnen. Oder wenn ich es vom Rechteck her weiß, Seite mal Seite. 10 cm mal 10 cm. Gibt zusammen 100 Quadratzentimeter. Frage ist jetzt, wie groß ist dieser Flächeninhalt, dieses Schiffchens? Eigentlich auch recht einfach. Denn was steckt denn in diesem Schiffchen drin? Es stecken gerade alle Figuren drin, die hier auch mit drin stecken. Das heißt, grün, lila, blau, gelb, rot, grün und orange müssen genau den gleichen Flächeninhalt haben wie diese gleichfarbigen Figuren, weil sich ja nichts geändert hat. Und damit muss auch dieser Flächeninhalt 100 Quadratzentimeter groß sein. Das Ganze nennt man Zerlegungsgleichheit. Figuren heißen zerlegungsgleich, wenn sie die gleichen kongruenten Teilflächen besitzen. Kongruent heißt so viel wie deckungsgleich. Wenn ich jetzt also quasi das rosafarbene mit auf dieses rosafarbene lege, dann müssen die deckungsgleich sein, exakt übereinander passen. Dann nennt man sie kongruent. Und jetzt seht ihr ja, rosa, rosa, blau, blau, die haben beide gleich viele, die exakt gleichen, paarweise gleichen, kongruenten Flächen. Und deswegen müssen beide gleich groß sein. Andersrum gesagt, wenn ich hier quasi dieselben Inhalte habe wie hier, dann muss es genau denselben Flächeninhalt haben. Das heißt Zerlegungsgleichheit und das war das, was wir die nächsten Wochen brauchen werden, um auf Flächeninhalte ebener Vielecke zu kommen.